trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Unter diesem Spruch aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt Jesu, ist derjenige, der ihn mir geschickt hat, in dem elterlichen Bauernhof in Westfalen aufgewachsen. Unter dem großen Eingangstor, auf dem dieser Spruch geschrieben stand, sind Generationen in der Familie ein- und ausgegangen. Seine Töchter haben ihn dann als Konfirmationsspruch gewählt. Ich finde das ein schönes Bild. Du kommst nach Hause und jedes Mal wirst du empfangen von einem solch kraftvollen Bibelwort. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Jesus ermutigt uns darin zu einer gesunden Sorglosigkeit. Es gibt auch so etwas wie eine falsche Sorglosigkeit, wenn wir uns mutwillig und ohne Not in Gefahr begeben. Leichtsinn nennt man das. Gesunde Sorglosigkeit ist etwas anderes. Dass ich mich gehalten und behütet fühle in Gottes Hand, dass ich aus diesem Grundvertrauen leben darf. Wenn ich falle, wird Gott mich aufrichten. Wenn ich in einer Sackgasse lande, wird Gott einen neuen Weg zeigen. Wenn ich keine Kraft mehr habe, dann wird Gott mir neue Kraft geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen. Wo immer euer Spruch steht, auf dem Nachttisch oder im Bilderrahmen an der Wand oder auch fixiert unter einem Magneten auf dem Kühlschrank. Er soll euch Kraft geben, jeden Tag. So wie bei der Familie auf dem Bauernhof in Westfalen. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.